So, hallo Freunde der Nacht und herzlich willkommen zurück zu Skylanders Imaginators. Bitte platziere deinen Skylander auf das magische Portal. Wir nehmen unseren Pyro Centurio. Hokus Pokus. Jo, den nehmen wir. Schauen wir uns ein paar Kämpfe an. Nein, machen wir nicht. Wir wollen... Was ist denn da unten überhaupt? Sensei, technologiereich entdeckt. Haben wir noch nicht. Oder haben wir technologiereich? Nee, ich glaube eher nicht. Okay, ist egal. Wir gehen jetzt mal hier der Story weiter nach. Kann ich den hauen? Klingentornado! Freunde der Nacht, der geht ja wohl mal richtig ab, oder? Der geht doch wohl mal richtig ab, der Kamerad hier. So, da müssen wir hin. Sprudelland. Ab ins Sprudelland. Sprudelland. Betöten. Komm mit mir ins Sprudelland, mein Freund. Da hol ich eine Cola. Komm mit mir ins Sprudelland, mein Freund. So, was haben wir denn hier? Das ist Sprudelland. Siehst du, das gibt es wirklich. Ja, obwohl super. Hier normalerweise keine riesigen Schwebelköpfe sind, die wie Chaos aussehen. Das ist neu. Genau, Narren. Ich bin es, Chaos. Und ich stehle jetzt euren Bestienmodus-Trank. Sag mir nur, wo ich ihn finden kann. Dann bin ich auch schon wieder weg. Oh, ich sag dir gern, wo er ist. In meinem Bauch. Zerstören! Alter Schwede! Chaos zerstören! Es ist nur eine metaphysische Projektion, Narr! Vergiss es! Ich finde den Bestienmodus-Trank schon! In der Zwischenzeit genießt das schreckliche Schicksal, das ich geplant habe! Ciao! Nix, wir rocken da jetzt mit unserem... Ich lebe noch! Pyro Centurio durch hier. Guckt euch den an, Freunde. Ist der geil geworden. Der ist so richtig cool geworden. Oder? Wenn ihr sehen wollt, wie ich den hier kreiert habe. Gut, dass Skylander sich immer von einem Sturz erholen lässt. Wenn wir Chaos finden wollen, und das müssen wir wohl, muss ich etwas Wichtiges erklären. Ja, warte. Siehst du diese Tränke? Rate mal, was passiert, wenn du einen trinkst. Ich weiß es nicht. Die ganze Welt verändert sich. Manche Dinge sind in jeder Welt anders und du musst hin und her wechseln, um durch diesen Ort zu gelangen. Verrückt, oder? Jetzt weißt du, wie ich crazy. Bin. Okay, ja, wenn ihr sehen wollt, wie der zustande gekommen ist hier, dann müsst ihr einfach das vorherige Video gucken. So, dann gucken wir doch mal. Also wir machen erstmal alles kaputt hier. Das ist schon mal die beste Taktik immer. Was klebt denn hier so unter meinem Pit? Ah, der Aufkleber hier geht ab. Das ist ja eklig, ey. So, okay, was haben wir hier für einen Trank? Oder wie, sollen wir da erstmal reingehen oder was machen wir? Gucken erstmal, was passiert. Okay, jetzt komme ich da aber nicht mehr rein. Normale Welt! Normale Welt, Sprudelwelt. Okay, dann gehen wir erstmal da rein in das Ding hier. Gucken wir mal, was da ist. Bevor wir hier weitermachen. Da rein. Die Skylander sind ja stärker. Kabeljau-Denkmal, ist das ein Gegner oder was ist das? Da ist ein Gegner. Fühle meine Kraft! Gut. Hier haben wir wieder einen Trank, da haben wir ein Selfie-Dingen. Wahrscheinlich können wir die in einer anderen Welt irgendwie verschieben, die Dinger, schätze ich mal. Da gibt doch bestimmt wieder einen Claim. Können die doch drauf schwören, ey. War das richtig? War das Mist oder nicht? Ah, guck mal, den können wir da rein buxieren. Und jetzt? Den können wir da rein. Und den können wir wahrscheinlich da rein buxieren. So, sehr schön. Dann können wir da hoch und ein Selfie machen. Bisschen eklig aus mit dem Schwanz, ne? Muss ich sagen. So,
Und dann machen wir mal ein Selfie hier. So, check him out, Freunde der Nacht. Wie kann ich den vorspulen nochmal? Da. Damn. Jetzt hagelt es Hokuspokus, Freunde der Nacht. Komm ich da rüber? Warten wir mal ab. Gucken wir mal, wie sie wiederkommt. Und dann hüpfen wir mal rüber. Nee. Ah, Mist, aber der hieß auch rüberkommen müssen. Ah, guck mal, da ist ein dicker, fetter Schatz, ey. Den müssen wir uns holen. Also ist das egal, ob ich jetzt hier die normale Welt habe? Ist egal, okay. Nee, den müssen wir uns holen, den Schatz da drüben. Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht hier. Da müssen wir rüber. Hüpf, 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 hüpf. So. Warten und jo, den haben wir eingesackt, eingetütet hier. Dann geht's mal weiter. Wir haben noch einen Ring vergessen. Vorderer Zugang zu Sprudellabor. Sind da denn jetzt hier verschiedene Sprudelwelt? Also es gibt nur Sprudelwelt und die normale Welt. Ne, gibt doch bestimmt noch mehr, oder nicht? Okay. Aber hier anscheinend nicht. Hier gibt es anscheinend nur die Sprudelwelt und die normale Welt. Was kann das hier? Aua. Guck mal, das sind so Blubberköpfe hier. Guckt euch das an. Komme ich da nicht hoch? Und er hat einen Schatz auf dem Kopf. Da muss ich irgendwie dran kommen. Da müssen wir nochmal ändern. Schatz auf dem Kopf. Ah, guck mal hier. Wie, warum komme ich denn da nie ran? Warum bin ich denn da gerade hochgekommen? Wegminschen kann ich die auch noch. Ja, guck mal, da ist irgendwie. Aber da war doch irgendwie. Ist doch da. Guck mal hier. Verstehe ich nicht. Warte mal, die kann ich auch nicht wegmitschen hier. Ich muss bestimmt. Warte mal, ich muss bestimmt dieses Ding hier wegrollen. Ich muss bestimmt hier zu den Bäumen rollen. Also, pass auf. Dahin. So, dann bleibt mal da liegen. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Ah, seht ihr? Seht ihr? Wusste ich's doch. Hopf, hopf, hopf. Und wir haben den Schatz. Okay. Gut. Dann wieder ab in die Sprudelwelt. Und dann können wir hier hoch. Hüpf, hüpf. So. Das ist ja crazy hier. Aber gut, ich habe gedacht, hier wären jetzt verschiedene Dinger, dass ich mal von den verschiedenen Welten wechseln müsste. So geht's natürlich. So, jetzt darf ich aber nie wieder einen Fehler machen hier, ey. Ich muss erst zur Seite. Wenn ich jetzt hochgehe, ist das total kacke. So, pass auf. Wenn ich den da mache, passiert nichts, ne? Okay. Genau, so haben wir es gelöst, das Problem. Und rein. Da muss man ein bisschen aufpassen jetzt mittlerweile schon hier. Wie, kriege ich keine Kiste? Habe ich da nie mal eine Kiste? Ne, dahinter war immer eine Kiste, ne? Oh, voll die abgespacede Feld hier, ey. Hier muss wirklich etwas Verrücktes vor sich gehen. Verrückter als sonst, meine ich. Wo kommen diese Bäume her? Ja, man weiß es nicht, wo die herkommen. Ich weiß nur, dass fast alle Probleme von einer riesigen, sich drehenden Flasche gelöst werden können. Doch vielleicht musst du sie in der normalen Welt zu den Bäumen schieben. Ah, das wissen wir doch schon lange. Das wissen wir ja schon lange, mein Freund. Aber schon lange gemacht hier, den Trick. So. Sprudelwelt! Glückwunsch! Du hast einen verrückten Weg gefunden, die verrückten Bäume loszuwerden. Nichts kann mich aufhalten. Mehr, du Lump. Es
Gib doch mal den Trank, falls du die Welt wechseln musst. Stufenaufstieg. Ich werde immer besser und besser. Ja, kann man so sagen. Wir sind immer besser und immer besser. Mal ein bisschen flotter bewegen hier. Normale Welt. Wie geil, ey. Das ist echt tricky hier. Das ist tricky gemacht. Das macht Spaß. Ah, jetzt muss ich wieder in die Sprudelwelt. Sprudelwelt! Komm her. Es ist ein Chemieunfall. Chaos muss auch daran schuld sein. Aber zum Glück haben wir eine konkrete Vorgehensweise für solche Situationen. Wie wäre? Nachdem wir in Panik geraten sind, benutzen wir einen großen Sauger wie den hier. Könntest du in den Kontrollraum gehen und ihn wieder einschalten? Ja. Zumindest denke ich, dass es ein Kontrollraum ist. Wir probieren das mal. Gespenster Skylander sind hier stärker. Ne, umhauen kann ich hier nicht. Die tun mir aber, glaube ich, auch nichts. Jetzt hingefallen. Der ist da jetzt unten. Okay. Ja, ich hasse dieses Spiel. Benutze den Greifer, um Eier zu retten. War das schon? Nein! Neuer Versuch. Was ist das denn, ey? Benutze den Greifer, um Eier zu retten. Nimm das schnell. Buh, Eier gerettet. Alle Eier ins Trockene gebracht. Kiste hinzugefügt. Ja, ist schön. Wir müssen erstmal gucken, was wir überhaupt machen müssen, ey. Weiß das noch gar nicht. Da war doch auch noch irgendwie eine Kiste oder sowas hier oben. Wie du gerade gesehen, aus dem Augenwinkel raus. Guck mal, hier ist so ein Baum. Da oben ist auch was drauf. Da bräuchte ich irgendwie so eine Pulle, die sich dreht. Und da oben ist ein Schatz. Guckt euch das mal an. So, ey, wir müssen da jetzt irgendwie hochkommen. Ich weiß noch nicht so genau wie, ne? Das war, glaube ich, Quatsch, was ich jetzt gemacht habe. Wir müssen hier, glaube ich, diese Teile verschieben. So, muss ich den erstmal hier zur Seite schieben, wie ich da überhaupt ran kann. So. So. Nu? Komm ich doch nie hoch, oder? Niemals. Den können wir aber auch noch verschieben. Zusch, zusch. Ach, guck mal, so könnte das was werden hier. Ach so, nee, da muss ich erst wechseln. Und dann kommen wir auch hier so ganz einfach hoch. Ich doof. Aber gut, ich wollte ja an die andere Geschichte da auch noch ran. Sammeln wir nur erstmal Kohle ein. Boshimoshi. Boshimoshi. So. Und da die Erfahrungspunkte wollen wir aber auch haben. Hüpf, hüpf. Und hüpf. Stufenaufstieg. Ach, guck mal. Genau. Stufenaufstieg. So, dann gehen wir nochmal eben hier reingucken. Ich glaube, wir konnten jetzt hier einen anderen Rucksack machen, ne? Glaube ich. Rucksack. Da können wir nämlich jetzt hier so fiese Flügel machen. Ach, herrlich. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Weiter geht's. Nein, nicht wirklich, aber ist egal. Oh. So, okay. Boah,
du glaubst es nicht. Alter Schwede, was geht denn da? Okay. Alter Schwede. Okay. Ich will das Schatz haben hier. Oh Mann, ey. Wir brezeln mal eben die Dinger da weg, ey. Auch nicht schlecht. Ich will da dran. Nein! Da können die richtig sein, oder? Stufenaufstieg. Ich werde immer besser und besser. Haben wir was vergessen? Da ist noch irgendwie was. Jetzt muss ich aber noch die Dings umgeschaltet kriegen. Mist. Ne, hier komme ich nicht mehr raus. Ich muss irgendwo hier nochmal in die Sprudelwelt. Ich glaube, ich habe Mist gebaut. Ich glaube, ich habe Mist gebaut. Ne, da kommen wir nicht dran. Ich habe irgendwo Mist gebaut. Ich hätte irgendwo in die Sprudelwelt wechseln müssen. Oder so vielleicht? Ne, so komme ich zurück, ne? Was ist, wenn ich hier in die Sprudelwelt wechsle? Ah, okay, dann kriegen wir es doch noch hin. Ne, nicht wirklich. Ne, irgendwie läuft das nicht. Keine Ahnung warum. Normalerweise müsste der den nur da hinten wegbringen. Sehr komisch. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Marke da hinten ist. Ach, guck mal. Jetzt geht's. Okay. Dann können wir jetzt auch wieder... Dann können wir da nochmal hin und eben die Marke holen. Seltsam, dass es von unten nicht geklappt hat. Aber wahrscheinlich genauso beabsichtigt. Bad Juju Seelenstein. Bad Juju Seelenstein. Nein, wir brauchen keine Vorschau vom Bad Juju Seelenstein. So, wir gehen hier langsam raus, würde ich sagen. So. Hey, du hast es geschafft. Der alte Sauger läuft wieder. Dann lass ihn mal saugen. Wechsle die Welten, um andersfarbige Blumen aufzunehmen. Dann nehmen wir erstmal die blauen. Wo kann ich den, also da. Geil, ey. Typ, komm her. Geschafft! Jetzt bringe ich die Globulen in den Sortierbereich, wo sie wieder zu Tränken synthetisiert werden können. Die Globulen. Tschüss, Globulen! Hat sich schon mal jemand bei Globulen verabschiedet? Ja, schön. Normale Welt! So, jetzt müssen wir noch mal gucken, ob hier noch irgendwas war. Das war's für dich! Das? Stufenaufstieg. Ganz genau. Stufenaufstieg. So. Ohne Kiste.
Neue Säbelrasslerwaffe. Boah. Voll, yeah. Voll die Ninja-Werkzeuge hier. Ab nach oben. Oh ja, und hier sind mehr von diesen komischen Bäumen. Weißt du noch, wie du an denen vorbeikommst? Ja, gut, sicher. Ich nämlich nicht. Vielleicht verwirrt der Gute, ey. Normale Welt. Kann ich den Rest damit auch wegbrennen hier? Sag mal, bestimmt. Sprudel-Date! Nee, den Rest können wir nicht wegbrennen. Normale Welt! Schade eigentlich. Müssen wir die hier wieder rausrollen. Ah, geh weg. So. Sprudel-Date! Okay, jetzt müssen wir hier was bauen. Noch keine Ahnung, was ich bauen muss. Alter! Oh nein, 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 nein! Okay, die müssen wir da hin machen, damit wir da durchkommen. Und dann können wir uns da so eine Brücke bauen. Hab ich gesehen. Normale Welt! Damit wir da hochkommen. Da muss ich mal gucken, was man da oben gleich machen muss, ey. So, du kommst da hin. Haben wir hier auch einen Trank? Ich wollte sagen, ich muss jetzt nicht nochmal zurück. So, Sprudel-Landschaftsbau. Oh, oh, oh. Achso. Ja, boah, ich bin so dämlich, ne? Normale Welt. So, wie kommen wir denn jetzt hier weiter überhaupt? Wir müssen ja irgendwie da hoch. Ach, da komme ich hoch, okay. Nur ein Sensei der Säbelrassler-Klasse kann diesen Schrein öffnen. Gut. Guck mal, Flynn will Karten zocken. Bist du bereit, Kreationskampf zu spielen? Ja, sicher. Aber ich sollte dich warnen, ich bin ziemlich gut. Und sehe gut aus. Und bin in allen Dingen generell großartig. Auch bei Warnungen. Dann lass zocken. Spielen. Was ist das denn eigentlich? Pinata! Pinata, sagt er. Boah, ich bräuchte jetzt einen, der an der Seite nur drei hat oder so. Der ist halt aber viele, die ich dann verschenken muss. Aber andererseits hole ich auch viel raus zu den anderen Seiten, ne? Buh, ey. Drei nach unten hat der. Der hat auch so viele. Drei. Ey, ist echt schwierig. Ja, wir nehmen mal den hier. Also, da haben wir 3, 4, der ist besser. Der ist besser geeignet. Aurora! Tusch. Perfekt! Ember! Geht klar! Mist! Fug! Wenn wir uns den holen wollen, müssen wir den raushauen, ne? Was macht denn der in der Mitte da? Überhaupt. Den können wir eh nicht schlagen, ne? Was ist denn das für ein Symbol hier? Und wir gucken mal, was da passiert. Ah, guck mal. Take one crow! Okay. Was hat denn für eine Nummer, ey? Einen Tickmon Crow kriegen wir nicht. Aber wir können uns den hier noch holen. 3, aber dann holt er sich den wieder zurück, ne? Dick und Crow kriege ich nicht. Und die kriege ich auch nicht. Barbella. Exzellent. Hutschickel. Geht klar. Mist, ey. Das war's, würde ich fast sagen.
4, 4. 3, 4. 2, 4. Mist. Alles Mist. Alles Mist. Alles Mist. Tide Pool. Ich finde total doof, dass ich da nicht, weiß nicht, ist komisch. Boy. Wir müssen das irgendwie anders aufbauen. Also, erstmal knallen wir den nochmal in die Mitte. Das war nämlich gut. So. Pinata! Pinata! Pinata, Pinata! So, zwei. Da haben wir einen mit drei. Da könnten wir uns den holen. Oder warte mal, muss ich mir den überhaupt holen? Kann ich erstmal irgendwo eine andere, bessere Aufstellung mehr aufbauen oder so? Aber dann hätte ich schon vier, ne? Dann habe ich schon die halbe Miete im Sack eigentlich. Und eine super Verteidigung habe ich dann auch. Blum, blum. Cool. Aber nämlich zu allen Seiten vier. Da kann der mir schon fast gar nichts mehr. So, wenn ich jetzt den noch hier in die Ecke knall, dann habe ich eigentlich schon so gut wie gewonnen. Vier kann er nicht schlagen. Dann habe ich nämlich schon fünf. Und das bringt ihm jetzt alles nämlich nichts mehr hier. Also jetzt, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ember. Und damit habe ich gewonnen. Ich sage es bereits und ich sage es wieder. Boom. Obwohl das Boom diesmal gilt. Genieße den Sieg. So, wir gehen an der Stelle einmal raus und machen morgen hier weiter mit dem Sprudelland. Ja, bis dahin alles Gute, euer Theodor. Ciao, ciao.